Rosefröhlich, echter Patientenfall, glutenfrei, abnehmen, geht das? Ich bin die Rosefröhlich, Diätassistentin mit Kassenzulassung in eigener Praxis. Zum Patientenfall zurück. Was denkt ihr eigentlich über glutenfreie Ernährung? Braucht ihr das bei der Zöliakie zum Beispiel? Da ist es ja hoch indiziert und für die ist ja glutenfreie Kost auch gemacht. Aber ich sehe immer wieder und hatte jetzt auch die Fragestellung einer Patientin in der Praxis, ist sozusagen die glutenfreie Kost eine Möglichkeit, um besser abnehmen zu können? Also schauen wir uns die Fragestellung mal an. Es ist so, die glutenfreie Kost ist für Patienten mit einer Zöliakie oder SPRO gedacht, die so alter sozusagen eine Darmerkrankung haben, die diagnostiziert über die Fachärzte ist. Und die ist auch nicht harmlos, sondern da ist es besonders wichtig, dass man Produkte glutenfrei isst, weil der Klebeeiweiß, um den es geht, also eine spezielle Eiweißart in den Brot- und Backwaren zum Beispiel, die also sozusagen aus dem Mehl kommt, ist wichtig, dass die bei glutenfreien Produkten weg ist. Wenn ich diese glutenfreien Produkte jetzt aber verwende mit der mit dem Gedankengang, ja, das ist alles so tutti, da kann ich besser mit abnehmen, dann kann ich da nur sagen, der Klebereiweiß ist nicht entscheidend für den Blutzuckeranstieg. Wenn ich nämlich die Kohlenhydrate habe und egal ob glutenfreies Brot oder nicht glutenfrei, glutenfreie Nudeln oder nicht glutenfreie Nudeln, dann ist das Gluten nur für die Zöliakie wichtig. Für die Gewichtsabnahme verändert es jetzt nicht den Blutzuckeranstieg. Das kann ich euch genau sagen, weil Zöliakie-Patienten manchmal auch einen Typ-1-Diabetes haben und auch ihre Broteinheiten, also die Kohlenhydrateinheiten, die den Blutzucker ansteigen lassen, für das Insulin berechnen müssen. Und von daher ist eine glutenfreie Kost im Zuge des Blutzuckeranstieges und des Insulinanstieges und des daraus resultierenden Zuckers. Und dieser Zucker kann ja bei Kohlenhydraten oder auch bei Obst schneller umgewandelt werden, sozusagen zu Fett, wenn ich zu viel esse, durch den hohen Insulinspiegel. Und daher ist glutenfrei nicht besser an der Stelle. Oblast es den Menschen, die leider keine Wahl haben für die Zöliakie und da glutenfrei essen müssen. Es schmeckt ja auch anders. Also meine Erfahrung mit Patienten, die dann glutenfrei gegessen haben aus der Geschichte der Gewichtsabnahme, die haben auch wieder aufgehört. Warum? Weil es denen zu teuer war, weil es denen nicht geschmeckt hat oder sie haben es gar nicht umgesetzt oder weil sie keine glutenfreien Produkte gefunden haben, die zu einem selber passen. Der Patient mit einer Zöliakie muss ja gucken, dass er ein Lebensmittel findet. Und mittlerweile gibt es auch gute Hersteller, wo das Brot dann auch passt. Da muss man sich durch die Hersteller probieren und durch den Geschmack und schauen. Aber die haben nicht so richtig Wahl, ne? Also natürlich können sie noch selber backen, was ja ganz viele auch für ihre Kinder machen, wenn da eine Zöliakie ist. Also ihr Lieben, zum Abnehmen nicht genutzt die glutenfreien Produkte. Also bringen euch keinen Vorteil im Zusammenhang der Kohlenhydrate, um die es am Ende geht. Alle Lieben, die eine Zöliakie haben, ich finde das klasse, wie ihr das umsetzt. Ja, man hat ja manchmal keine Wahl und muss sich mit den Dingen arrangieren. Aber ich finde es immer wieder phänomenal, wie das passt. Und wenn dann noch was anderes oben rauf kommt, wie die Patienten das alles wegrocken. Und das gilt natürlich auch für alle anderen Patienten. Liebe Grüße zu euch jetzt und habt einen schönen Tag.